Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder meine DM-Neuheiten für euch. Es gibt wieder einige Neuheiten zu entdecken, ganz viel im Bereich Beauty bzw. Pflege und einiges auch im Bereich dekorative Kosmetik. Also ja, lasst euch überraschen. Für alle, die diese Reihe nicht kennen, steht wie immer alles in der Infobox. Lest da gerne nach. Und heute habe ich noch etwas sehr Cooles zu verkünden. Und zwar werde ich am 28.10. auf der Glow in Berlin sein. Also ihr könnt mich treffen, wenn ihr auch da seid. Ich würde mich sehr freuen. Ich laufe da einfach ganz normal über die Glow. Darf als Glow Pro eben mit dabei sein. Und ja, deshalb auch meine Videofrage. Wer von euch war denn schon mal auf der Glow und wer nicht? Oder wer wird bald hingehen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und nun würde ich sagen, starten wir mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Neuheit von Alverde und zwar ist das diese Bodylotion hier, die nach Grüntee duftet und so aussieht. Dann gibt es außerdem ein neues Duschgel von Alverde zu kaufen, das wiederum mit Bio-Hibiskus und Bio-Zimt versetzt ist. Und auch eine neue Handcreme gibt es zu kaufen und zwar diese hier, die nach Vanille und Weidenrinde riecht. Valea hat auch wieder einige Neuheiten rausgebracht, zum einen Bodylotions, einmal diese hier, die nach Pflaume und weißer Blüte duftet und außerdem diese hier, die einen Rosen- und Magnolienduft hat. Dann gibt es zwei Body Scrubs von Valea zu kaufen, also Kaffeepeelings und die gibt es in den Varianten Mandel und Kokos zu kaufen. Ebenfalls neu sind Pflegecremes. Das ist zum einen diese Pflegecreme hier, die mit Himbeere und Magnolie versetzt ist. Und dann gibt es noch diese Pflegecreme zu kaufen, die unter anderem nach Vanille duftet. Dann ist neu dieses Deo-Spray hier, das in so einer Comic-Aufmachung sozusagen kommt. Und ein neues Duschgel von Balea gibt es natürlich auch zu kaufen. Das ist dieses hier, das ebenfalls nach Vanille riecht. Dann gibt es zwei Masken von Balea zu kaufen. Das ist diese Maske zum einen, die so ein Perlschimmer hat und für jede Haut geeignet ist. Und dann gibt es noch eine Maske zu kaufen mit Vanilla, Chai und Kürbisduft und die soll entspannen und ist ebenfalls für jede Haut geeignet. Passend zu dieser Maske gibt es übrigens auch diese Bodylotion zu kaufen, ebenfalls mit Vanilla, Chai und Kürbisduft. Außerdem hat Balea eine Limited Edition rausgebracht und zwar die Mr. and Mrs. Panda Limited Edition. Dazu gibt es einige Sachen zu kaufen, auch die zeige ich euch kurz. Das ist einmal dieses Duschgel, das nach Zitronenblüte und Birkensaft riecht. Dann gibt es eine Handcreme zu kaufen, die mit dem Duft von schwarzer Johannisbeere versetzt ist. Und außerdem ist ein Handgel erhältlich, das nach Pink Pomelo duftet oder Pinker Pomelo. Es gibt eine Seife zu dieser Reihe zu kaufen mit Wassermelonenduft. Und außerdem eine Bodylotion mit dem Duft von Kokosmilch. Aber es gibt auch noch zwei andere neue Seifen von Balea zu kaufen. Zum einen ist das diese hier, die riecht jetzt nach Himbeere und Magnolie. Und dann gibt es noch diese Seife zu kaufen, auch passend zu der Bodylotion, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und zwar mit dem Duft von Pflaume und weißer Blüte. Auch eine sehr interessante Neuheit von Balea ist dieser Trockenshampoo-Schaum. Ich kann mir noch nicht so viel drunter vorstellen, finde es aber interessant. Und damit kommen wir zu Neuheiten von Banengen. Es gibt zwei neue Handcremes von Banengen zu kaufen. Einmal diese blaue Variante und einmal diese gelbe Variante. Und auch diese Varianten gibt es als Seifen erhältlich. Und zwar eben in der gelben Variante und in der blauen Variante. Ich muss euch noch ein paar Neuheiten von Be Routine nachtragen. Das sind zum einen die drei neuen Handcremes, die es zu kaufen gibt. Einmal mit Cupcake-Duft, dann mit Mojito-Duft und außerdem mit Rosenduft. Es gibt zwei neue Masken außerdem von Be Routine zu kaufen. Und außerdem gibt es neue Reinigungstücher mit Mandelöl, die eine 4-in-1 Wirkung sozusagen haben sollen. Ich habe übrigens auch noch ein Gesichtswasser entdeckt, genau. Allerdings habe ich das hier jetzt nicht gefunden, aber ich glaube auch das ist neu. Auch von Bilou gibt es ein paar Neuheiten. Zum einen eine neue Reihe, das ist diese Snow Rose Reihe mit passendem Duschschaum und Cremeschaum. Dann gibt es diesen Duschschaum zu kaufen, der heißt Frosty Mint. Und außerdem sind zwei neue Handschäume erhältlich. Einmal diese Cozy Hands Variante und einmal die Diamond Hands Variante. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber BH Cosmetics kommt zu DM und zwar diesmal richtig. Also es gibt ganz viele neue Produkte von BH Cosmetics zu kaufen. Ich zeige euch jetzt mal nur die neue Mrs. Bella Palette, die ihr bestimmt auch schon gesehen habt. Die ist ja sozusagen das Pendant zu der anderen Mrs. Bella Palette, die sie schon mal rausgebracht hat. Passend zur Jahreszeit hat
Dresdner Essenz eine neue Reihe auf den Markt gebracht mit Shea Butter und Pistazie. Dazu gibt es ein Badesalz zu kaufen, ein Duschgel und außerdem dieses Pflegebad oder Schaumbad eher. Außerdem muss ich euch noch das Sprudelbad mit Toffee-Duft nachtragen. Ist jetzt schon etwas länger erhältlich, zeige ich euch aber natürlich auch nochmal hier. Und dann gibt es ein neues Produkt aus der Höhle der Löwen zu kaufen. Vielleicht habt ihr die schon gesehen, das sind Abschmink-Waschpads. Also ähnlich wie diese Mikrofasertücher sollen die nur mit Wasser funktionieren. Evelyn hat Peeling-Pads rausgebracht mit Aktivkohle. Sind diese großen Reinigungspads eben nur mit einer zweifachen Wirkung, Peeling und Reinigung eben. Und auch Green Door hat passend zur Jahreszeit das Badesortiment etwas aufgerüstet. Es gibt ein Badesalz von denen zu kaufen in dieser goldenen Variante. Und dann sind noch Milchbäder erhältlich. Einmal mit Aprikose und Cranberry, dann mit Kamille und Honig und außerdem mit Rosenblüte und Honig. Kommen wir zum Haarpflegesortiment. Dort hat Haask eine neue Sprühkur auf den Markt gebracht. Das ist diese Kur hier. Das ist so eine Leave-In-Kur eben mit Arganöl. Aber es gibt auch drei neue Conditioner von Haask zu kaufen. Schwer auszusprechen. Einmal diesen Conditioner, der für Feuchtigkeit sorgen soll. Dann gibt es diesen Conditioner zu kaufen, der die Haare reparieren soll. Und diesen Conditioner gibt es auch zu kaufen, der wiederum soll die Haare schützen. Die Marke Hormocenta gibt es, glaube ich, schon bei DM. Die haben jetzt allerdings eine neue Reihe rausgebracht, die sehr reichhaltig sein soll. Dazu könnt ihr eine Tagescreme und die passende Nachtcreme kaufen. Ja, damit kommen wir wieder zum Haarpflegesortiment. Dort gibt es Neuheiten von John Frieda, eine neue Reihe, die Detox und Repair Reihe. Soll, wie der Name schon sagt, reinigen und reparieren, also die Haare. Und dazu gibt es ein Shampoo zu kaufen, den passenden Conditioner und die passende Kur oder Haarmaske. Judith Williams hat auch schon angekündigt, dass es eine neue Reihe von ihr zu kaufen geben wird. Das ist wieder eine Anti-Aging-Reihe und die soll ebenfalls sehr reichhaltig sein. Dazu gibt es eine Augenpflege zu kaufen, außerdem eine Tagescreme, die passende Nachtcreme und ein Serum. Und auch Kneipp hat passend zur Jahreszeit natürlich neue Badezusätze auf den Markt gebracht. Das sind diese Badesalze hier oder Badekristalle. Einmal mit Hanf und Patchouli. Dann gibt es diese Variante hier zu kaufen, die mit Lotus und weißem Tee versetzt ist. Und außerdem diese Variante, die nach Kokos und Vanille duftet. Aber es gibt tatsächlich auch neue Lippenpflegen von Kneipp. Das sind drei insgesamt. Einmal mit Holunder, dann mit Mandel und mit Vanille. Aber auch ein neues Pflegebad ist neu von Kneipp, das so aussieht und unter anderem nach Kornblume riecht. Natürlich ist auch die Winterpflegereihe von Kneipp wieder erhältlich. Allerdings ist die ja jedes Jahr erhältlich, deshalb zeige ich euch die jetzt nicht nochmal. Ich zeige euch nur ein neues Produkt aus dieser Reihe. Und zwar gibt es jetzt diesen Duschschaum zu kaufen, der eben nach Nuss und Vanille duftet. Und auch Lavera hat passend zur Jahreszeit ein paar süßere Düfte auf den Markt gebracht. Einmal eine Bodylotion mit Bio-Kakao und Bio-Orange und dann gibt es dieses Duschgel passend noch dazu zu kaufen. Aber auch diese Handcreme ist neu, die Händchen halten heißt. Auch das Gesichtspflegesortiment hat Lavera aufgerüstet. Es gibt eine neue Reihe zu kaufen, die straffen soll. Und zu dieser Reihe ist ein Serum erhältlich, außerdem die passende Tagescreme und eine Augenpflege. Le Petit Marseillais hat außerdem eine neue, wie sagt man, Duftrichtung rausgebracht, genau. Und zwar dieses Duschgel hier, das nach Lavendelhonig riecht. Und von L'Oreal gibt es auch eine Neuheit. Das ist dieses Paket hier aus Sugar Scrub und Hydra Genius Tagescreme. Kommen wir damit zu Mask Bar. Von denen gibt es drei neue Masken zu kaufen. Das sind Peel-Off-Masken und die sind in so einer kleineren Verpackung jetzt erhältlich. Ich nehme an, die reichen so für eine Anwendung. Gibt es in der goldenen Variante, in der rosé-goldenen Variante und in der silberfarbenen Variante zu kaufen. Ja, damit wären wir bei Maybelline angelangt und zwar haben die das dekorative Kosmetiksortiment aufgerüstet mit einem neuen Augenbrauenstift, ja, Puder. Das soll einfach die Augenbrauen färben. Es gibt zwei neue Highlighter von Maybelline zu kaufen. Chrome Highlighter sind das, einmal in dieser Bronze-Variante und in dieser goldenen Variante. Ebenfalls neu sind mehrere Kajalstifte. Ich zeige euch jetzt im Schnelldurchlauf die neuen Kajalstifte, die ich gefunden habe. Und zwar ist das zum einen die Farbe 800, 810, 820, 830, 850 und 860. Auch ein etwas verrückteres neues Produkt ist dieses hier. Von Maybelline ebenfalls, und zwar
ein Lippenstift-Eraser, also um Makel sozusagen zu korrigieren. Ebenfalls erhältlich ist ein neuer Primer von Maybelline und außerdem gibt es eine neue Mascara von Maybelline zu kaufen, die ganz besonders für Volumen sorgen soll. Auch Nivea hat sich nicht nehmen lassen, neue Pflegeduschen zu entwerfen. Das ist eine Limited Edition jetzt mit den Varianten Honig, Kokos und Lemon oder Limone. Ja. Damit kommen wir wieder zum Haarpflegesortiment von New, also von Xylitol. Gibt es ja seit neuestem neue Produkte oder Produkte zu kaufen. Jetzt gibt es dieses Glitzerspray neu zu kaufen aus der Rosenreihe. Ist nicht mehr ganz so neu, muss ich euch aber noch nachtragen. Wir bleiben beim Haarpflegesortiment. Auch Pantene Pro-V hat eine neue Reihe rausgebracht. Das ist eine Superfood-Reihe, die für Pflege, Fülle und Stärke der Haare sorgen soll. Und dazu gibt es ein Shampoo, eine Spülung und eine Kur zu kaufen. Natürlich hat sich auch Tetisept nicht nehmen lassen, zu dieser Jahreszeit jetzt ein paar neue Badezusätze auf den Markt zu bringen. Das ist zum einen diese coole Badekugel hier, die nach einem Schneeball sozusagen aussieht und nach Vanille, Karamell und Mandarinenöl duftet. Dann gibt es auch ganz neu 2-in-1 Produkte von Tetisept, Pflegebad und Körperöl in einem. Einmal mit orientalischem Hammam oder so und einmal mit Ayurveda. Ja. Aber es gibt auch diese Pflegeölbäder neu zu kaufen. Einmal diese Anti-Stress-Variante mit Hanf und Patchouli. Und diese Variante hier riecht nach Mandelblüte. So, und damit kommen wir noch zu Neuheiten von Twerkle Moon. Die haben ja eine neue Reihe rausgebracht, die nach Mandel duftet. Und natürlich möchte ich euch auch dazu die Produkte zeigen. Es gibt ein Duschgel dazu zu kaufen. Dann gibt es eine neue Bodylotion zu kaufen. Und außerdem ist diese Handcreme hier erhältlich. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.